Marco Marin zurück zu Werder und damit rein in die Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir, Nico. Ja, meine Freunde, wie ihr sicherlich wisst, ist gerade Länderspielpause. Länderspielpause ist immer so ein bisschen, ja, vielleicht nicht für alle, aber für mich und viele andere so ein bisschen das Blöde, dass ja relativ wenig dann zum eigenen Verein kommt. Und ich habe mir was Gutes überlegt, und zwar während der Länderspielpause bestimmt praktisch ihr meine Videos beziehungsweise einen Großteil der Videos, denn ihr könnt hier unter diesem Video einfach Videoideen in die Kommentare reinschreiben. Einfach reinschreiben, was ihr gerne sehen wollt, worüber man vielleicht noch nicht gesprochen hat, was aktuelle Themen sind, was vielleicht auch vergangene Themen sind, die cool sind. Genauso eben Transferphase, was würde uns noch fehlen, wie können wir uns verstärken, was wäre realistisch. Ich habe heute ein Beispiel gemacht mit Marco Marin. Marco Marin wäre ein Spieler, klar, jetzt spielt er, ist er in die Saudi-Liga da gewechselt. Man muss aber auch dazu sagen, und deswegen habe ich auch Marco Marin als Beispiel genommen, mir geht es prinzipiell gar nicht darum, Marco Marin an sich selber wieder zu verpflichten. Für mich wäre es einfach schön, einen Spieler wieder zu sehen auf dem Feld, der diese Zehner-Qualitäten, die wir damals kannten, durch Miku, durch Diego, durch Özil, durch Marin, so einen Spieler wieder im Kader zu haben. So, qualitativ, dass du das nicht mal eben hinkriegst. Ja, mag wohl leichter hingestellt sein. Aber jetzt die Aufgabe auch an euch. Schreibt mir doch Namen in die Kommentare, wo ihr sagt, ja, der und der wäre doch vielleicht so jemand. So, und ich habe auch tatsächlich Nachrichten bekommen, die gesagt haben, Marco Marin zurückholen. Marco Marin hat einen Marktwert von 3,5 Millionen und spielt in der Saudi-Liga. Ich glaube auch, dass du so jemanden zurückholen könntest. Die Frage ist, macht das überhaupt Sinn? So, der Junge ist 31 mittlerweile oder 33, ich weiß gar nicht, 31 oder 33, schreibt in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Und ist halt seit seinem Wechsel damals von Werder Bremen eigentlich nur hin und her gewandert. Wenn man mal überlegt, bis 2016 stand er ja sogar noch unter Vertrag bei Chelsea. Der wurde ja die ganze Zeit nur hin und her geliehen. Also ja, das ist schon krass, wie lange sich das Kapitel gezogen hat. Aber wie gesagt, darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es darum, um dieses Überraschungselement. Und wisst ihr, was immer gut zur Überraschung passt? Einen Moment. Ja, genau. Richtig. Ach, die Weihnachtszeit, die Überraschungszeit, die Geschenkezeit. Wenn ihr auch wollt, dass ich mir für Weihnachten ein bisschen was einfallen lasse, was extravagantes, was vielleicht nicht jeder so bringt, dann schreibt auch rein. Wenn ihr Bock habt, dass ich über die ganze Weihnachtszeit, also sprich ab 1. Dezember, jedes Video in diesem Weihnachtsmantel und mit einer Werder Plüschmütze mache, dann mache ich das. Das ist kein Problem. Und wisst ihr warum? Weil dieser Kanal dafür da ist, dass die Community mitentscheidet. Ich hole immer eure Meinung mit ins Boot, das wisst ihr. Natürlich bin ich im Endeffekt der dann entscheidet oder den man vielleicht auch jetzt vielleicht ankreiden kann, weil ich gesagt habe, Marco Marin zu Werder. Aber wie gesagt, das ist ein Beispiel, also ein Beispiel von mir, was ich reingebracht habe. Ich hätte gerne in Bremen einen Spieler wieder, der diese Kreativität, wie damals auch Marco Marin, war ja nun mal der fast Letzte, der das so reingebracht hat. Özil, Marin, Diego, Miku, wie gesagt, um das jetzt nochmal so nochmal zu erwähnen. So ein Spiel würde ich mir gerne wieder zurück bei Werder wünschen. So, und vielleicht habt ihr auch, dass ihr sagt, boah, so ein Abwehrbollwerk wie Sokrates würde man sich zurückwünschen. Oder ein Sechser damals oder ein Mittelfeldmonster wie Thorsten Frings, wie unser Lutscher. Alles Ideen oder alles Spieler, wo ich sage, ja, sagt's doch. Und wenn ihr dann einen Beispiel habt, einen Spieler, den es aktuell auf dem Markt gibt, der vielleicht realisierbar ist, dann schreibt ihn unbedingt in die Kommentare. Ich werde ihn durchleuchten. Und wenn er irgendwie realisierbar ist, dann wird es ein Video dazu geben. Und dann wird er auch kommen. Ja, genauso wie gesagt über andere Themen. Und möchte auch hier nochmal kurz sagen, ich appelliere einmal nochmal an euch, schreibt mir gerne nochmal bei Instagram, nochmal hier, auch gerne bei YouTube, wenn ihr kein Instagram habt, wo möchtet ihr das Trikot-Gewinnspiel aufgelöst haben? Ich habe da sehr viele geteilte Meinungen. Wahrscheinlich mache ich heute Abend eine Umfrage bei Instagram. So, die bei YouTube, die Umfrage, weiß ich nicht, wie ich das noch machen soll, wo das Trikot aufgelöst werden soll. Denn das Trikot soll natürlich jetzt rausgehen mit Nico hinten drauf. Wir haben ja schließlich die 2000 Abonnenten geknackt. So, das heißt, Trikot soll auch jetzt in den nächsten Tagen rausgehen und dafür muss halt ein Gewinner ausgelost werden.
Aber ich denke, dass ich das über Instagram machen werde. Seid mir da nicht böse. Ich habe es ja auch auf Instagram gestartet, das Gewinnspiel. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Ja, aber wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr hiervon? Was haltet ihr von dieser Gesamtidee? Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Vielleicht schon mit einem Video, was ihr vorgeschlagen habt. Also, bis dahin, ciao.